Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Obscure. Beim letzten Mal haben wir ordentlich Pistolenmunition eingesammelt, sind hier immer noch mit der geilen Shannon unterwegs. Wir spielen natürlich als Dan, aber ja. Auf jeden Fall, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, das hier ist irgendwie verbuggt. Wir werden mal gucken, ob wir hier lang können. You unlock the door, natürlich. So sparen wir uns den Weg, hey. So, minimal und so. Wir gehen auf jeden Fall zurück und investigieren jetzt die andere Seite, denn wir müssen immer noch den Klassenraum von Friedman. Ach egal. Ne? Den Sack, den müssen wir da irgendwie finden. Keine Ahnung, wer das ist, ob das jetzt der ist, der uns da vorhin gerettet hat, aber okay. No! Probleme! Wow! Bah! Geh mal weg! Bah! Alter! Stirb! 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 Boah! Okay, wie sieht's aus? Ich würde mal sagen, ich sollte langsam wieder Gesundheitsdrink nehmen und nicht die gute Shannon. Wie viel haben wir eigentlich noch? Drei, naja, geht ja noch. Ja, das war das Vieh, was uns übrigens vorhin Game Over gemacht hat und so. Vielleicht haben wir hier noch was. Basie! Hadouken! Wow, wie zerdeppern alles. Wuhu! Bumm! Another useless class. Naja, wir können ja auch immer noch mit Bildern nach ihnen schmeißen, aber okay. Wenn du nicht willst, dann ist das dein Problem. You know is really the best. Na, okay, klar. Was auch immer. Haben wir hier noch was? Nö. Alter. Alter Schwede. Wir kommen und retten dich. Herbert Friedman. Oh ja, jetzt kommt wahrscheinlich der übelste Bossfight. Friedman, bist du hier? Antworte. A disc. Wow. Ja. Dies Friedman's Files. Today at 5:38 p.m. Hello, Mrs. Smith. This is Miss Wixon. Could you ask Mr. Friedman to come see me as soon as possible? It's an emergency. I can't leave the infirmary. Make sure he comes quick. Thanks. Today at 6:50 p.m. Herbert, if you're there, pick up the phone, please. Come quickly. I don't know what's going on, but I think it has something to do with the experiments. I saw several students who, well, it's really bad. Come quick. Okay, naja, wenigstens konnte sie die Nachricht noch verschicken. Oh, wow, ich speichere hier erstmal. Oh, fuck, ey. Puh, es wird ja immer schlimmer hier. You got it, buddy. Okay, It's all been saved. Buddy, thank you. Mr. Friedman, are you in there? Scheint nicht so. Full of things and kinds must travel the lot. Also wie es aussieht, sind die ganzen Monster hier wohl die Studenten. Also könnte man jetzt mal vermuten. Your principal, he was young and a trouble. And he had a twin brother. Okay. Was will ich denn mit Needle of Compass? Was bringen die Dinger? Wow. Fängt jetzt auch noch an zu gewittern oder was? Oh mein Gott, scary! There are two empty spaces on this map. Ah! Hey! Warte mal. Use. Oh, jawohl, genial, genial, genial. Das ist ja mal episch. Und was haben wir jetzt davon? Oh fuck. Was müssen wir denn jetzt machen? Vielleicht. So. Und das andere dann.
Mit dem anderen Analogstick so. Macht das Sinn? Ich weiß ja nicht, wo die hinzeigen sollen. Aber wahrscheinlich hatte das mit irgendeiner Karte zu tun, die wir mal eingesammelt haben. Ah, fuck. Ich hab doch keine Ahnung. Ja. Steht das vielleicht hier eventuell irgendwo Map? Clues? Also müsste ja hier irgendwo. Nein, nein. Projekt Nummer 9. Nein. Nö. Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich. In welche Richtung ich die schieben soll. Da haben wir. Da oben ist ein Loch. Aber hier. Fuck. There are no locks left. Was sagst du? The dials should be pointing at something. But what? Vielleicht hat ja der gute Josh eine Idee. Ich weiß nicht, sollten wir ihn mal holen? Ich weiß es nicht. Aber das wäre auch zu simpel, wenn du einen Charakter hättest, der mal die ganzen Rätsel beantworten könnte. Alter, was war das gerade für ein Geräusch? Fuck, ey. Alter! Ach, schreck mich doch nicht so. Ich denke mal, ich löse irgendwas aus und hinter mir bricht wahrscheinlich die Decke ein oder so. Josh is better at finding stuff than me. He always finds great stuff by instinct. Okay. Stimmt, Josh könnten wir ja benutzen, um mehr Hinweise und Materialien zu dingsen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück zu Josh und ja. Die Frage ist jetzt, lassen wir Shannon da oder Stan? Ja, ich würde sagen, wir lassen Stan da. weil Shannon ist einfach mal Shannon und ja. Hätten wir das auch geklärt. Dann müssen wir ja eigentlich nur hier lang. Hoffentlich bringt das auch was. La 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 la. Weil Shannon ist ja auch eigentlich die Schlaue unter den Vieren, oder? Ich weiß ja nicht, was die andere Olle kann, aber... Was zur Hölle? Alter. Alter. Was ist denn das für ein verbuggter Bildschirm? Boah, ey, ihr müsstet es ja jetzt gesehen haben. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das war ja gerade, boah, gut. Gut, dass ich die Tür noch gefunden habe. La 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 la. Komm, Shannon, wir gehen spazieren, juhu. Dann hier die Treppe runter. Er kann hier zwar Sachen knacken, aber ich glaube, was anderes kann er auch nicht. Ich meine, im Endeffekt können alle Sachen knacken. Nur er kann es halt ein bisschen besser. La. Gut, dann gib mal... Shannon, gib mal deine Sachen her. Give. Das ist sowieso logisch, das hat jeder. Dann gebe ich dir jetzt mal den Basie. Und ja, laufe ich jetzt mit dir hier. Warte mal. Nee, so. Stay here. I'll stay here. So, Shannon. Okay. Let's move. Du kriegst die Basie, die Pistole. Ich weiß, ich hätte eigentlich auf alles geben können, ne? Egal. So. Genau, und jetzt kommst du mit mir. Okay, I'll stay here. Let's move. So. Genau, jetzt. Warte mal, wo ist denn jetzt der Basie? Alter, der Junge hat. Hä? Ach ne, da ist der Basie, okay.
So, dann kommen wir mit Josh. You're finally back. You know, I almost missed you guys. Hä? Alter, wir standen die ganze Zeit hinter dir. What the fuck? Egal, komm Josh, lass uns schnell unsere Beziehung fortführen. Warte mal, ich nehme mal Josh. So, jetzt macht das viel mehr Sinn. Shannon, ja! Hier? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Na komm, wir nehmen auch mal Shannon, weil die hat die Knarre und so. Ja, ich hoffe, das hat jetzt irgendeinen Sinn gehabt, den jetzt hier mitzunehmen. Ansonsten war das schon wieder voll die Zeitverschwendung. Walking in slow motion is so awesome. La 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 la. Hier rein. Wuhu. So. Dann gehen wir einfach mal wieder den Gang entlang mit der tollen Shannon. In Slow Motion Action. Ja, da stand doch eh ein Zettel dran, so von wegen Freak. Ja, genau hier. Hier, mein Gott. Und das heißt theoretisch, wenn ich jetzt Viereck drück, macht der Auto Suche und findet dann voll die krassen Objekte oder so. The dials should be pointing at something. But what? There's something else to do here. Toll. Das hat es jetzt irgendwie voll gebracht. Das Rätsel können wir ja sicherlich knacken, wenn wir wissen, wie man es macht. The dials should be pointing at something. But what? Ja, sie sollen auf irgendwas zeigen, was ich nicht weiß. Da ist ein Loch. Und hier oben vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Ich kann ja auch so lange drehen, bis was passiert, aber dann müssten ja beide richtig stehen. Und das ist ja das Problem an der Sache. Vielleicht muss der auch da stehen und der irgendwie da oben. Ich habe keine Ahnung, da schreit schon wieder jemand rum. Okay. Ja, keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal drauf. Dann investigieren wir einfach mal weiter. La la la, toll. Dann kann ich ihn eigentlich schon wieder zurückbringen. Das hat er nicht. Oh Gott! Alter, fuck you. Boom! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Hey, wow. Er ist da ganz nützlich im Nahkampf. Wieso nehmen die alle weniger Schaden als ich? Verstehe ich nicht. Ey, Eisenstange. Wow. Yeah, Gesundheitsdrink. Aufs Maul. Wow. Ich habe gesagt, aufs Maul. Another one. Hä? Kannst du das nicht aufheben oder was? Verstehe ich nicht, egal. Hier, lass uns ein paar Trophies klauen. Vielleicht ist ja hier eine Platin-Trophäe drin. Nö. Hä? Waren wir da gerade eben schon drinne? Nee. Okay. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Ah! Hadouken! 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 Yeah! Ups, tut mir leid, wollte ich nicht. Ja, geht noch. Geht noch, passt schon. Sure, administered paper, nothing very interesting. Für euch ist nie was interessant. Außer Shannon vielleicht. hier können wir das aufmachen? Nö. Okay, dann eben nicht. Nothing useful. Hier vielleicht noch irgendwas? Nein. Ein leerer Raum, ja? Oh, der Bildschirm ist kaputt. Oh nein, verdammt. Okay, lots of. Let's check the place out. Let's check this floor out. Ja, mache ich die ganze Zeit, aber irgendwie passiert hier nicht viel. Let's check the place out. Das wird doch wohl nicht umsonst gewesen sein, oder? Was haben wir hier? Nix? There's something else to do here. Bist du dir sicher? Sure, Adminis, Equinov. Ah, hier vielleicht. First, you can see the coordinates on the.
Messer. Ich glaube, das ist das Löses Rätsel. Okay, der war auch wieder geklaut. Ich habe es wahrscheinlich noch nicht mal richtig ausgesprochen. Boom. Okay, 20 und 30. Vom ersten oder was? Hä? Ja. Ist ja egal, wenn wir das eine wissen, dann sollten wir mit dem anderen keine Probleme mehr haben. Was war das jetzt? 320? 330 und unten 20. 330, 20, 330, 20. 330, 20. Er hat ja auch irgendwas von einem Code gefaselt, egal. 330 und 20. Auf der linken Seite. Ha. So, gehen wir nochmal dahin. Investigate. Tatsache 20 und 330. Ja, muss man mit dem Finger da lang gehen oder so vielleicht? Okay, dann würde ich sagen, wir drehen den anderen. So lange, bis er passt, oder nicht? Ja? Vielleicht meinen sie ja auch den. Vielleicht müssen sie auch beide drauf zeigen. Ich weiß es nicht. Ha! Oder ist es so? Keine Ahnung. Wobei, das zeigt der R zu 0 hin. Also, das sollte hier schon stimmen. Aber der andere stimmt anscheinend noch nicht. Oder? La 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 la. Nee, hat er ja gesagt 330 und 20. Ich hab doch keine Ahnung, Mensch. Aber ich würde mal sagen, wir suchen uns einfach die andere Notiz. Ich bin in der Bücherei, wenn du mich sehen willst. Und zur Bücherei kommen wir wahrscheinlich nur, wenn wir das Rätsel da irgendwie knacken. Ha! The mask are really weird. Ja, ich würde sagen, ich suche jetzt hier. It's full of drinks of kinds. You must have traveled a lot. Nach der Notiz nochmal gucken, nach der zweiten, oder es waren schon beide, ich weiß es nicht mehr, mein Gott. Ich bin manchmal, bin ich echt so fucking verplant. Egal. Das ist, ja. Rätsel und so halt, nicht so mein Ding. Hier war das doch, ne? Oder? Bitte sag mir, dass es hier war. Ja. Okay. A common for a science expedition, you can see the coordinates on it. Longitude 330, 20. Ja, aber wieso die 20? Ich meine, ich kann das doch eh nicht höher stellen, oder? Ah, nee. Ah, ja. Natürlich. Wahrscheinlich muss das eine auf die 20 zeigen und das andere auf die 330. Vielleicht so rein theoretisch. Ich glaube nicht, dass wir noch einen zweiten Hinweis dafür kriegen. Das ist bestimmt wieder so eindeutig gezeichnet und so simpel, aber ich krieg's trotzdem nicht auf die Reihe. Ah. Ja, genau. Hör auf zu schreien, Mensch. Okay, mach mal so. 20. Und du auf die... Okay, dann machen wir es andersrum. Du auf die 330. Ja, das kommt hin. Und du auf die 20. Ach nee. 20 ist ja da oben. Dann so vielleicht. Nö.
das denn auch bestätigen, oder? Ja. Hey. There's something else to do. Hey. Es hat doch gerade Klick gemacht, oder? Bilde ich mir das ein. The dials should be pointing at something. But what? Ich habe mir das doch nicht eingebildet, oder? Es hat doch da gerade Klick gemacht. Aber frag dich nur, was hat sich jetzt geöffnet? What the fuck? Vielleicht hier was? Nein. Ich bin jedenfalls der Meinung, es hat sich was geöffnet. Vielleicht war es auch wieder nur die Geräuschkulisse, man weiß es nicht. So, ich mach's jetzt nochmal. Zack. Ja. Ich würde einfach mal sagen, es ist wahrscheinlich wieder offensichtlich. Ich gucke einfach mal nach. Und das war's heute mit Let's Play Obscure. Beim nächsten Mal, ja, werde ich dann enthüllen, was es hier mit dem Rätsel auf sich hat. Und ja, wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ich meine, so schwer kann das doch hier nicht sein, oder? 20? Ne, 20 und 330. Ha. Ja, was auch immer, bis zum nächsten Mal.